ich rufe mal kurz den Harry zurück. Und ich, komm rein. Ich verabschiede mich. Ja, dann bis. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Jürg, willst du noch kurz einen Kaffee? Oh, gerne. Der entkoffiniert. Da musst du zwei Häuser weitergehen. Ja, alles gut, ich trinke auch Koffeierten. Wann wolltest du anfangen zu mähen oder soll ich das gerade machen? Hier, bitte, den Kaffee. Danke. Kannst du machen. Dann fahre ich direkt danach mit dem Schwader drüber. Angesät habe ich jetzt. Kann, glaube ich, direkt schwadern. Kann ihn ja hinten. Ja, wenn dein Traktor das zulässt. Jo. Dann mache ich das jetzt. So, Käffchen ist leer. Ja, lecker Kaffee war das, ne? Stell mal gerade in die Spüle hier. Stell mal Oma hier hin. Okay, gut, dann rufe ich jetzt mal den Harry an. Jo, mach das. Dann fange ich an zu mähen. Jo, Ladewagen habe ich ja dann. Jo, ich hab auch einen hier. Bis dann. Kannst du den Ladewagen hier auf dem Hof stehen lassen von mir? Jo, stell hin. Kannst du ihn auch benutzen sonst. Passt. Größtes Volumen hast du wahrscheinlich. Ja, ich hab den Krone. Ajo, bis denn. Ciao. Jo, ciao. Hallo? Hallo, Ari, du hast Anruf gebeten. Ich bräuchte mal, also, wenn du mal bei mir beim Hof schaust auf der Karte, ne? Ja. Dann ist da so ein kleines Eck, das ich nicht besitze. Ja. Ja, also das hatte ich eigentlich im Besitz. Ja. Muss ich von der Stadt das gut geschrieben bekommen, oder? Finanziell meinst du? Nee, weil ich das ja im Besitz hatte. Ja, dann kaufst du es dir einfach wieder. Ja, ja. Aber. Ach so. Ja. Ach, der hat sein Ladewagen schon hier hingeschickt. Moment, muss mal gerade hier auffüllen. Wenn es geht. Warte mal. Um welches geht's denn? Ja, das kostet 100. Ach, das da. 181. Aber eigentlich müsste ich ja alles gut geschrieben bekommen, weil ich es ja in Besitz hatte. Ja, warte, ich überweise dir gerade vom Stadtkonto das Geld. Okay. Und dann kannst du wieder kaufen. Das ist ja der Vorteil, wenn man im Gemeinderat sitzt. Ja. 181.200. So, okay, bitteschön. Danke, danke. Warte mal. Es scheint mir aber sehr viel für das kleine bisschen. Ja, das ist, weil ja da ein Schafstall gewesen ist. Ah. Dann ist da der Preis von dem. Ah, okay. Gerechnet, ja. Gut, bis dann. Okay, jo. Tschüss. Tschüss. Ach so. Ups. Okay, so. Na, warum geht das jetzt nicht? Hat er mich jetzt beschissen und er hat gar kein Saatgut geliefert oder was? Ah ja, jetzt. Okay. Muss ich kurz eine Bahn voll fertig ansehen? Und dann ist gut. Das
So, sehr schön. Dann sind wir da auch schon durch. Ich glaube inzwischen wirklich, dass es relative Absicht ist mit den Bäumen, dass wir die nicht fällen darf. Zum einen, um den ganzen Pappelzweig voranzutreiben, um das Hackschnitzel, die Hackschnitzel zu produzieren. Und zum anderen fehlen zwischen den Feldern die Bäume. Also, dass man da keine Probleme mehr hat, die Felder zusammenzulegen. Darum ist es wahrscheinlich wirklich tatsächlich Absicht, so, alles rot hier, hey, das ist sehr schön. Ich komme mal hier in meinen Ladewagen rein. Gut. Gesundheit 81%. Warum denn? Erholen die sich nicht? Dann bräuchte ich noch irgendwie so einen kleinen Anhänger. Zwei Ärgs, kurzer Plateau-Drehschema. Einachs-Plateau-Anhänger. Ich brauche ja irgendwas für die Paletten, weißt du? Oder andersrum. Sieht ein bisschen zu knallig aus, glaube ich. Okay. Wobei die ziemlich günstig sind. Also da wird man uns vielleicht den einen oder anderen Anhänger zulegen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, komm ran, hopp. So. Na, dann kann ich gleich im Ladewagen hinterherfahren. Ja, ich glaube. Volker? Ja. Hast du wieder was nicht? Ey, was du für. Und du bist beim Bauhof. Ja, ich muss aber mal ganz kurz los. Kann ich vielleicht dein Auto benutzen? Oh, das geht nicht. Das nicht? Ist Gemeinderat. Das darf ich dir leider nicht geben. Shit. Was ist denn dein Problem gewesen? Ist weiß schon, ich nicht. Hängt doch schon. Ah, danke. Weil ich habe einen Einsatz und mein Polizeiauto steht noch nicht bei mir am Hof. Ja, dann nimm kurz den. Welchen? Ja, den Audi. Aber wehe, du machst ihn kaputt. Ah, danke. Nee. Danke dir. So, jetzt hast du Schlüssel. Das war das Problem. Dann fange ich schon mal an zu mähen. Ja. Jo, danke dir. Ne? Kannst den 1050 ruhig benutzen. Ja, logisch. So. Da fährt er dahin mit meinem Auto. Gut, dann fahren wir halt ein bisschen Fendt.
So ändern sich die Pläne. Darf ich hier überhaupt? Irgendwas ist hier kaputt. So, ein Riesenteil. Hey, warum kann ich denn das jetzt nicht anmachen? Ah, jetzt. So, ab geht die Luzi. Ich glaube aber, da kommt tatsächlich nicht so viel raus. Weil das Gras einfach noch nicht so erntereif ist, wie es sein sollte. Ich glaube, wir haben gerade erstmal den ersten. Die erste Wachstumsreife, aber ist egal. Das Geschoss hier, das ist schon ganz ordentlich. Damit lässt sich gut arbeiten, muss man sagen. Aber das Handling, das ist gewöhnungsbedürftig. Hoffentlich bringt er mir mein Dienstfahrzeug wieder heile zurück. Die Wandleuchten funktionieren auch. Ist ja gut. So, um 12 Uhr treffen wir uns bei der Feuerwehr. Da wird ein bisschen geschnackt. Da kriegt die Gemeinde endlich gesagt, dass wir endlich eine einsatzfähige Feuerwehr auch haben. Das war nicht so ganz geschickt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Heu oder Gras ist, was da runterkommt. Und es scheint heute ein bisschen laggy zu sein bei der Aufnahmesession. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an den vielen Mods liegt.
Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Toll, jetzt bleibt die ganze Arbeit hier an mir liegen und der Jürgen hat sich verpieselt. Die Steuerung hier bei dem Fendt, die ist mir noch nicht ganz so bewusst.